da lässt er sie wieder los, die Alpenstange. Die wilde Party im Öl von den Alpenstangern beim Alois. Der Alois hat gesagt, Anja, komm vorbei, wir machen Churros wieder zusammen. So, die Wiesn ist fortgeschritten, das Ende naht. Die Churros, die schlagen sich immer noch wacker, oder? Ja, doch, noch. Die haben noch, bei denen ist noch nicht die Brüste ausgegangen. Wie ist es denn so? Bist du jetzt schon völlig hitzeabgehärtet hinter diesem Ölpfandel? Nach einer gewissen Zeit und so macht das einen auch wirklich nichts mehr aus. Man gewöhnt sich wirklich an alles. Erzähl mal, wir hatten letztes Mal Vanillesoße. Vanillesoße hatten wir dazu. Und was gibt's denn noch als i-Tüpfelchen für die Churros selber? Ja, normalerweise die Kunden, es kam Weihnachtsmarktzeit, Christkindlmarktzeit, haben die Gäste, war die sehr hohe Nachfrage und jetzt mittlerweile hier auch hat sich durchgesetzt, das sind die, unsere Alpenstange, die Churros mit Zimtzucker und Apfelmus. Deswegen ist ja auch okay, wenn wir zur Wiesnzeit quasi mal die Churros auf Christkindlmarktzeit pimpen, oder? Ja, warum nicht? Und vor allen Dingen, sie schmecken auch wirklich sehr gut. Und dann Zimt und Zucker. Magst du das mal? Ja, ich mach das heute. Da war ich letztes Mal so faul. Wie viel sind da immer in so einer Packung eigentlich drin? In einer Packung sind 6 Stück. 6 Stück, okay. Dann mache ich jetzt eine mit 7. So ein bisschen als Revoluzzer. Okay, da kommt das Apfelmus. Genau, alles separat so zum Dippen. Die sind alle gespannt. Ich mag sie mit Vanillesoße und ich mag sie auch mit Apfelmus. Und ihr solltet alle Churros kaufen, gell? Die sind super lecker. So, also Marktschreier könnte ich auch. Ja, also du könntest gerne, wenn du mal nichts anderes zu tun hast, immer gerne bei mir vorbeikommen. Mhm. Gar kein Problem, weil ich bleib jetzt eh noch ein bisschen und esse auf. Das freut mich.